Ja, guten Abend und herzlich willkommen ins virtuellen Einstein-Forum. Wir hatten eigentlich lange Zeit noch die Hoffnung gehabt, dass wir diese Veranstaltung live machen könnten, aber wie alles, was leider mit dem jüngsten Buch von Daniela Dann geschehen ist, hat die Pandemie das letzte Wort oder das erste Wort. Ich freue mich trotzdem, das neue Buch von Daniela Dann zu feiern und macht gleich eine Werbung dafür. Tamtam und Tabu. Ich sage Ihnen gleich, weshalb. Viele kennen Daniela Dann. Sie ist in Berlin geboren, hat Journalistik in Leipzig studiert und Anfang der 80er Jahre hat sie sich freigemacht und lebt seit dann als freiberufliche Autorin. Sie hat 10 Bücher geschrieben. Viel zu Fragen der Einheit, aber auch zu anderen Fragen und dabei mehrere Preise gewonnen. Das letzte Buch kam pünktlich zum 30. Jahrestag der Einheit aus. Und es erzählt tatsächlich eine neue Geschichte des Wegs zur Einheit. Ich war tatsächlich sehr überrascht von dem, was Daniela Dann hier erzählt. Den ich selber habe gängiger Interpretationen geschluckt. Und das seit Jahren. Nämlich, ja, wir wissen alle, dass die friedliche Revolution von intellektuellen Künstlern gemacht worden ist, Menschen, die einen demokratischen Sozialismus wollten, aber keine Wiedervereinigung. Aber das Volk wollte Bananen haben. Also kurz gesagt ist das die gängige Interpretation. Vielleicht habe ich es gern geschluckt, weil wie alle Intellektuellen habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich anders denke, anders agiere als Menschen, die zum Volk gehören, was immer das heißen sollte. Und Daniela Dann hat durch Recherchen, durch Studien der damaligen Presse gezeigt, dass dieses Märchen nur teilweise stimmt, dass tatsächlich in den Monaten vor dem schicksalhaften Wahlmärz 1990 eine Mehrheit der Bürger der DDR tatsächlich einen demokratischen Sozialismus in der DDR haben wollte. Sie erzählt dabei in dem Buch nicht nur eine Neuinterpretation der friedlichen Revolution, sondern sie hat auch sehr viel anzubieten, was mediale Manipulationen angeht, mit Lektionen auch für die heutigen Zeit. Ich dachte, es wäre schön anzufangen mit ein bisschen persönliche Eindrücke. Daniela war Teil dieser friedlichen Revolution. Ich würde dich sehr gerne fragen, könnte den Abend füllen, das wollen wir aber nicht. Aber als Einstieg, könntest du ein bisschen davon erzählen, was du erlebt hast in diesem Jahr zwischen März 89 und März 90 und wie du die Stimmung damals geschätzt hast? Ja, schönen Dank erstmal auch für die Einladung. Und für das Interesse derjenigen, die wir jetzt vielleicht nicht sehen können, sofern sie da sind. Es freut mich, dass wir auf diesem Weg ins Gespräch kommen.
Und ich kann gern versuchen, eingangs ein bisschen über die Stimmung damals in der Wendezeit zu erzählen, weil das war, glaube ich, für mich wie für viele Ostdeutsche die intensivste politische und staatsbürgerliche Zeit unseres Lebens, weil wir zum ersten Mal und sehr bald leider auch zum letzten Mal das Gefühl hatten, uns wirklich einmischen zu können und gehört zu werden und Subjekt der Geschichte zu sein und nicht immer nur Objekt. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen ich war in diesen Monaten. Die prägendsten waren wahrscheinlich die Mitbegründung des demokratischen Aufbruchs, eine der Bürgerbewegungen damals, in die ich ein bisschen zufällig, aber nicht ganz zufällig geraten war, weil ich hatte schon in DDR-Zeiten öfter in Kirchen gelesen und im demokratischen Aufbruch war Pfarrer Eppelmann, bei dem ich auch gelesen hatte und so erfuhr ich, dass diese Gründung dort stattfinden wird. Und außerdem war der demokratische Aufbruch am Anfang die Bürgerbewegung, die noch am striktesten in ihren programmatischen Papieren an Sozialismusentwürfen festhielt und die sagte, wir verwahren uns gegen die Unterstellung, die DDR in den Kapitalismus zurückreformieren zu wollen. Und wir wollen neu lernen, was Sozialismus für uns heißen kann. Das war die eine Flanke, also wo es darum ging, programmatisch zu arbeiten und nach vorne zu denken. Und die andere war, dass wir ganz schnell damit anfangen wollten, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, was man bisher auch nicht so frei machen konnte. Also ich war dann in der ersten unabhängigen Untersuchungskommission, die im Herbst in der DDR gebildet wurde, und zwar zu den gewaltsamen Übergriffen von Polizei und Staatssicherheit bei den Demonstrationen zum 40. Jahrestag der DDR in Berlin und anderen Städten. Und wir wollten herausfinden, also ein Zeichen auch setzen, dass das zu weit geht mit Verhaftungen und Leute schlecht behandeln, ein, zwei Tage lang und Wasserwerfer und sowas alles war uns neu. Und wir wollten ein Zeichen setzen bis hier und nicht weiter und wir wollten die Befehlsstrukturen rausbekommen. Das hat uns auch monatelang beschäftigt und möglicherweise hätten wir das noch ein bisschen vertagen sollen, um intensiver darüber nachzudenken, was jetzt in dem Tempo der Zeit, was wir nicht so schnell mitgekriegt haben, wie schnell das geht und was da hinter den Kulissen mit Treuhand und allem schon angedacht wird. Vielleicht hätten wir da sogar noch etwas mehr Aufmerksamkeit drauf lenken sollen, aber es ist ja nie zu spät und neben all den Aspekten, die ich im Laufe der Zeit zu der Einheit schon behandelt habe, habe ich jetzt in dem letzten Buch, das ich ja zusammen mit dem Kognitionsforscher Rainer Mauswald gemacht habe, auch so ein Medienthema. Also das war insofern eine fruchtbare Zusammenarbeit, weil ich das allein vielleicht gar nicht wollte und mich auch immer ein bisschen darum gedrückt habe, um die Frage, wie war das eigentlich möglich? Du hast es schon angedeutet, dass die Grundhaltung der Ostdeutschen vom Herbst 89, also so November, die Umfragen, die alle sagen, also wir wollen jetzt erstmal eine unabhängige DDR mit einem stark reformierten Sozialismus. Nur 5% haben damals gesagt, wir wollen einen kapitalistischen Weg. Und das war keine Einzelumfrage, die wurden immer wieder bestätigt. Nichts wurde damals so viel gemacht wie Umfragen. Der Spiegel schrieb in der Weihnachtsausgabe auch noch, dass also, ich will mich jetzt nicht auf 1% festlegen, aber weit über 70% erstmal eine selbstständige DDR haben wollen. Und wie war es möglich, von dieser Grundhaltung, die ich ja auch erlebt habe in den Kreisen und bei Demonstrationen und in Diskussionen, wie war es möglich, bis zu den Wahlen, Volkskammerwahlen im März 90, das praktisch umzukippen und doch diese Ziele nicht mehr zu verfolgen und sozusagen, so schien es zumindest, einen schnellen und bedingungslosen Anschluss zu wählen. Und das war schon etwas mühsam, die Medien von damals nochmal wirklich mir vorzunehmen, verschiedene Zeitungen, Ost und West. Und zu gucken, wo war eigentlich der Kipppunkt. Denn noch bis im Januar 90
war völlig klar, dass die SPD meilenweit führt, fast mit absoluter Mehrheit, also die Ost-SPD, dass die Ost-CDU irgendwo bei 11% rumdümpelt und dass es sehr interessante Angebote gibt, auch von westlicher Seite, wie denn so eine erstmal vorübergehende Eigenständigkeit der DDR aussehen könnte, auch wie sie finanziert werden könnte. Also zum Beispiel hat der EU-Kommissar Bangemann der DDR angeboten, wenn sie selbstständig bleiben will, könnten sofort Gespräche über einen Beitritt der DDR in die EU aufgenommen werden. Und das könnte dann in 1-2 Jahren könnten die abgeschlossen sein. Einzige Bedingung wäre, dass sie dann nicht mehr Mitglied des Warschauer Pakts sein könnte, aber der war ja sowieso auch schon am Niedergehen. Also das waren interessante Angebote oder Ideen von westlichen Ökonomen, die die Frage der Reparationen nochmal aufnahmen und sagten, die DDR hat eigentlich 98% der Kriegslast getragen, was Reparationen betrifft. Und wir müssen jetzt gar nicht als Hilfe, das war auch Biedenkopf, der sagte, das ist keine Hilfe, sondern eine Bringerschuld. Die DDR hat uns Gelder, Kapital erspart und sozusagen treuhänderisch verwaltet. Und wir müssten jetzt, und es ging immerhin um über 700 Milliarden D-Mark, wir müssen das jetzt auszahlen. Und mit diesen Geldern, das war ein sehr Vielfaches der Verschuldung der DDR, der Außenverschuldung, die ja nicht so hoch war, hätte man so eine Eigenständigkeit ruhig noch eine Weile aushalten können und in Ruhe überlegen, was ist denn nun der beste Weg. Das waren so unsere Hoffnungen. Und die, ja, die sind mit den Wahlen dann desillusioniert worden. Und jetzt könnte man im Einzelnen die Schritte nachvollziehen, wie das geschafft wurde. Soll ich das? Vielleicht bevor du das machst. Ja. Die Frage der Reparation ist für sehr viele im Westen relativ unbekannt. Ah, ja. Wäre schön, wenn du das auslegen könntest. Was waren die Reparationen, an wem gingen sie? Also könntest du das ein bisschen auspacken? Das ist auch, ich glaube, nicht ganz ohne Absicht untergegangen in der Zeitgeschichte. Ja, also es war so, dass der Westen auf seinen Anteil an Reparationen nach dem gewonnenen Krieg über Deutschland, dass er weitgehend darauf verzichtet hat und stattdessen dann im Kalten Krieg, der sich ja dann schon sehr schnell entwickelte, den Marshallplan angeboten hat, sozusagen das Gegenteil von Reparationen, während die Sowjetunion, die ja auch sehr viel zerstörter war nach dem Krieg als die westlichen Länder, darauf auch angewiesen war, auf ihren Reparationen zu bestehen und unheimlich viele Demontagen gemacht hat. Ob die immer sinnvoll waren, ist auch noch eine andere Frage. Aber das waren enorme Summen, die an Ausrüstungen, an Demontagen, auch an Geldern da abgeflossen sind. Die Summe soll ungefähr vergleichbar oder vielleicht sogar ein bisschen größer gewesen sein als etwa die Summe, die die Bundesrepublik als sogenannte Wiedergutmachung an Israel gezahlt hat. Insofern stimmt dieser Vergleich auch nicht ganz, dass also nur die Bundesrepublik sich für die, also verantwortlich fühlte für Zahlungen zum Holocaust. Denn jede Seite hat eigentlich nur die auf ihrem Gebiet verbliebenen Leute entschädigt. Also die Bundesrepublik hat sich ja nie um die größte jüdische Opfergruppe gekümmert, nämlich die osteuropäische. Da waren die allermeisten in Polen, in Weißrussland, in der Ukraine, in Russland, in Ungarn. Die haben ja nie einen Pfennig bekommen von westdeutscher Seite, aber die haben indirekt auch von diesen Reparationsleistungen wie die ganze Bevölkerung dann ein bisschen vielleicht profitieren können. Also man merkt schon, je mehr man da ins Detail geht, je komplizierter wird das alles. So viel ist ja, glaube ich, doch auch im Westen bekannt, dass die Ausgangssituationen im Westen günstiger waren als in der DDR wirtschaftlich nach dem Krieg. Und das hing eben mit diesen Reparationen zusammen. Ich glaube, man weiß vom Marshallplan, aber ich begegne oft Menschen, denen es überhaupt nicht einfällt, dass, wie viel von der DDR bezahlt
worden ist. Also zwei Fragen dazu. Inwieweit hat das auf die wirtschaftliche Lage der DDR gewirkt, erstens? Und zweitens, das kam in deinem neues Buch vor, das würde anerkannt im Westen 1990. Also es wird wenig darüber gesprochen jetzt, aber 1990 hat auch der Westen darüber gesprochen, dass die Reparationen bezahlt worden sind. Ja, was ist der Westen? Also es waren einzelne Leute, die darauf nochmal hingewiesen haben. Der Westen hat sicher kein Interesse gehabt, das groß zu vertiefen. Was heißt anerkannt? Es war gar nicht zu bestreiten, dass es so war. Da gibt es einfach Zahlen und Berechnungen. Das ist sozusagen ein unbestreitbarer Fakt. Umstritten war, wie geht man jetzt in dieser Einheitssituation mit dieser sozusagen alten Bringeschuld um? Kann man da jetzt rückwirkend das ausgleichen und damit eine Demokratisierung erstmal in der DDR unterstützen? Oder blockiert man das völlig ab? Und das war ja die Linie von Helmut Kohl, eigentlich keine Mark dieser Modo-Regierung, sonst bauen die tatsächlich noch ihren Sozialismus um, sondern dann Einheit so schnell wie möglich. Ne? Also einige haben das ins Gespräch gebracht. Ich wollte damit nur, weil ich das angeschnitten habe, sagen, dass es Anfang 90 noch ganz viele Optionen gab. Nichts war klar. Von Einheit war eigentlich keine Rede. Die Ost-CDU war schlecht dran. Die SPD, muss man sagen, auch mit ihren Westberatern, hat eine Menge interessanter Vorschläge gemacht. Zum Beispiel auch Rüstungsprojekte zurückzustellen in der Bundesrepublik, um von dem eingesparten Geld den Ostdeutschen eine Art Reisefonds zur Verfügung zu stellen, dass sie jetzt bei offener Mauer das lang ersehnte Reisen in einem bestimmten Umfang sich leisten können. Also es waren durchaus viele Überlegungen, die das ja auch von Hans Moro vorgeschlagene zwei Systeme in einer Art Konföderation und eine ganz langsame Annäherung im europäischen Maßstab, wie das realistisch gewesen wäre, weil das gehört auch so zu der mainstreamigen Geschichtsschreibung, das wäre alles gar nicht gegangen und was es da an Ideen und Vorschlägen gab, wird ignoriert und das ist interessant, wenn man so eine Zeitungsanalyse macht, dass das alles nochmal im Detail auch hochkommt, was alles bedacht wurde und insofern war eben die Situation bis kurz vor der Wahl, dass eigentlich die Bürgerbewegung, die SPD, die PDS auf einen Weg gehen, der eine langfristige Einheit vorgesehen hat. Also die Einheit hat eigentlich niemand mehr in Frage gestellt, aber es war überhaupt nicht eine sehr schnelle und bedingungslose Einheit gemeint, sondern eine bedachtsame. Und da begann Anfang Februar, ich glaube, es war genau am 6. Februar, hat Helmut Kohl aus dem hohlen Bauch, und das war als Gerücht schon, lag das schon in der Luft, also die Währungsunion, die D-Mark 1:1 angeboten. Und das war natürlich eine Riesenaufregung, Freude, aber auch Verunsicherung, wie das gehen könnte in zwei so unterschiedlich entwickelten Wirtschaften. Und das allein hätte auch als Wahlgeschenk nicht genügt, das Ruder rumzureißen, wurde mir klar bei der Analyse, sondern drei Tage später kam hinzu eine Pressekonferenz von dem engsten Berater Kohls, Horst Teltschik, der aus genauso hohlem Bauch behauptet hat, die DDR ist völlig pleite, die Zahlungsunfähigkeit steht unmittelbar bevor. Die Bild-Zeitung hat das dann gleich noch ausgemalt. Also wenn jetzt nicht alle Betriebe dicht machen und keine Löhne und Gehälter mehr ausgezahlt werden können, das steht jetzt bevor, dann muss sofort die Währungsunion kommen. Das heißt, es wurde auch ein Panikszenario entwickelt, das wirklich keine reale Grundlage hatte, was man sehr gut nachweisen kann im Nachhinein. Zahlungsunfähigkeit
stand nicht bevor und alle Löhne wurden bezahlt und alle Kredite wurden bedient. Natürlich gab es Schwierigkeiten, auch weil Menschen weggegangen sind. Es fehlten in der Produktion Leute, es gab Versorgungsmängel, aber die hatten kein Ausmaß, dass ein unmittelbarer Zusammenbruch des Staates bevorstünde. Und das wurde jetzt wirklich meinungsmanipulierend sozusagen den Leuten nahegebracht. Also da gab es zwei Stränge. Sozusagen noch die Wut auf alle DDR-Oberen zu schüren, indem behauptet wurde, dass die in einem unglaublichen Luxus gelebt hätten. Also das ist sozusagen etwas, die primitive Neiddebatte ist, dass die da in Wandlitz waren, war ja ärgerlich genug. Und dass es da einen Laden gab mit Westwaren, war ja ärgerlich genug. Ansonsten war dieses Wandlitz, heute kann man sich das angucken, da gibt es jetzt ein Reha-Zentrum. Ich habe da bei einem Besuch, bin ich in der Cafeteria auf Westdeutsche gestoßen, die sagten, na, das war ja wohl eher sozialer Wohnungsbau. Also ich will es nicht runterspielen, es war ein Ärgernis, aber wenn dann behauptet wurde, Honecker hatte privat 14 Luxuskarossen und wenn man ein bisschen recherchiert, wird einem klar, dass es völliger Unsinn ist, der hatte privat überhaupt kein Auto, weil es gar keinen Sinn gemacht hätte, weil die immer mit Fahrer unterwegs waren, die konnten gar nicht. Also ja, ich wäre zu ausführlich. Also es wurde behauptet. Nein, vielleicht nicht ausführlich genug. Also das ist der Punkt. Ich habe das alles jetzt gelesen, aber das ist schon, glaube ich, zentral für deine Argumente, was für eine Rolle die Medien spielt in diese Geschichte. Und auf eine Aussage bin ich gestoßen. Du hast gesagt oder geschrieben, du hattest natürlich allerlei Erfahrungen mit Zensur und zwischen den Zeilen lesen und nur gute Nachrichten veröffentlichen etc. etc. Aber mit frei erfundenes Fakes hattest du keine Erfahrung in der DDR. Kannst du ein bisschen jetzt vergleichend die unterschiedliche Propagandamechanismen beschreiben jetzt? Ja, ich sage das nicht. Wenn ich da lese, der hat überhaupt kein Auto und es wird überhaupt. Ja, das kann man fortsetzen, diese Beispiele, um zu verdeutlichen, was ich meine mit deiner Frage. Also ich behaupte nicht, dass es überhaupt keine Fakes gab in der DDR. Aber das war nicht die Hauptmethode. Die Hauptmethode in der DDR war, alles Unangenehme zu verschweigen und die sehr gemischten Realitäten in einem sehr sonnigen Licht darzustellen. Also beschönigen und Unangenehmes weglassen. Das war krass und ärgerlich genug und war für mich Grund genug, 10 Jahre vor der Wende den Journalismus zu verlassen in der DDR. Aber diese völligen Fälschungen und Erfindungen, um zu, noch vielleicht zu sagen, was ich meine, also die Karossen sind das eine, Egon Krenz soll angeblich eine 12-Zimmer-Wohnung mit Jaguar vor der Tür gehabt haben, Honecker hatte angeblich ein 100-Millionen-Konto in der Schweiz und über Schalk-Goldkowski gab viele Gerüchte. Und der Autor, der diese Fakes über Krenz in der Bild-Zeitung geschrieben hat, der hat 10 Jahre später ein Buch geschrieben, wie er so reinfallen konnte und beschreibt, dass also das Archiv des Springer Verlages so eine richtige Desinformationsquelle für ihn war. Die haben hunderte Seiten mit Faxen, mit den falschen Fakten an alle Journalisten verteilt. Also beschreibt dieser Autor, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Und Vergleichbares kenne ich aus der DDR nicht. Also das hat nicht mal die Stasi gemacht, dass sie derartige frei erfundene Geschichten massenhaft verteilt hat. Da waren die, wie ich schon sagte, die Methoden eben eher manipulieren durch Beschönigen und Weglassen. Das war aber viel leichter zu durchschauen. Das hat ja schon keiner mehr geglaubt. Also Vertrauen hatte man in die DDR-Medien auch nicht. Ich bin ja auch nicht umsonst da weggegangen. Aber diese Erfahrung, dass man sich gegen Falschinformationen auch wehren müsste, die war gar nicht da. Vielleicht auch ein schönes Beispiel nochmal, was ich im Buch bringe. Hans Modrow betreffend, den damaligen Ministerpräsidenten. Da hat der Spiegel, denn es waren durchaus nicht nur die Boulevardmedien, die diese Fakes verbreitet haben,
Der Spiegel war da immer vorne mit dabei, auch mit diesem Luxus, mit diesem angeblichen Luxus, der ja ein völlig westlicher Luxus war. Also Edelkarossen und Brillanten und Auslandskonten, das ist typische westliche Vorstellung von Luxus. Der Ostluxus war eher ein anderer. Die haben sich da in irgendwelchen Jagdhütten luxuriös im Wald aufbauen lassen und hatten ihr Jagdrevier, so wie die Feudalherren. War auch nicht viel besser, aber es war ein völlig anderer Luxus. Also die lagen völlig daneben. Und diese Geschichte vom Spiegel zu Moro behandelte ein Treffen von Hans Moro und Helmut Kohl in Davos bei diesem Wirtschaftstreffen. Und da, das war mir auch noch gegenwärtig, da soll Hans Moro angeblich gesagt haben, wie der Spiegel schrieb, er war nicht dabei, aber er macht es mit Anführungsstrichen und O-Ton, wir sind am Ende, wir sind vollkommen bankrott, Massenexodus geht bevor, also wir können nicht weiter. Dramatisch. Und damals dachte auch ich, mein Gott, wenn unser Ministerpräsident sowas sagt, dann ist es wohl wirklich sehr ernst. Und ich fragte jetzt, als ich das Buch schrieb, den Hans Moro, warum er sowas gesagt hat, wo er doch in allen anderen Reden damals was völlig anderes gesagt hat. Und es kam raus, dass er das gar nicht zur Kenntnis genommen hatte, diesen Artikel, dass er kein Wort davon gesagt hatte, dass der Spiegel nicht dabei war. Es war kein Vier-Augen-Gespräch, aber ein Acht-Augen-Gespräch. Jeder hatte seinen engsten Mitarbeiter dabei, der Hans Moro, ein Dr. Arnold, der auch unmittelbar danach das Gespräch geschildert hat, wie es wirklich verlief. Also das ist dokumentiert. Und Horst Heltschik war dabei, der einen sehr engen Draht zur Presse hatte. Also diese O-Töne, die da vermittelt wurden, kann man sich denken, wo die herkamen. Und das erst hat die Meinung wirklich kippen lassen oder jedenfalls verunsichern lassen. Also wenn wir so am Ende sind, dann müssen wir jetzt die Kräfte des Geldes wählen. Ich habe mal gesagt, man wollte das Kapital und wählte die Kapitulation. Damit war aber nicht gemeint, dass man bedingungslos wie im Westen leben wollte. Ich meine, die CDU, die man da gewählt hatte, oder die Allianz für Deutschland, die Helmut Kohl gebildet hatte, auch ein Lehrstück in Sachen Einmischung von Wahlen. Ein Bundeskanzler gründet in West-Berlin eine Wahlallianz für die DDR, nämlich Ost-CDU, DVU und der Demokratische Aufbruch, in dem ich mal war und der inzwischen umgekippt war und aus dem ich auch schon wie viele andere Gründungsmitglieder inzwischen raus war. Also die machen diese Wahlallianz. Es gibt über 7 Millionen Wahlkampfgelder für den Wahlkampf in der DDR, also Westgelder, obwohl der Runde Tisch ja darum gebeten hatte, dass niemand aus dem Westen teilnimmt, keine Politiker, gab es über 90 Wahlkundgebungen von CDU und von Westpolitikern. Also die Einmischung hätte man sich gar nicht größer vorstellen können. Und trotzdem sagen die Umfragen unmittelbar vor und nach der Wahl, dass man die völlig missverstanden hat. Es war nicht gemeint, dass man so schnell wie möglich im Westen leben will, sondern man hatte eine Ost-CDU gewählt, von der man sich erhofft hat, dass sie den direktesten Draht zu den Geldgebern im Westen hat. Aber diese Ost-CDU hat ja auch 30 Jahre Wacker am Sozialismus mit aufgebaut. Es war damit nicht gemeint, dass wir dieses System sofort übernehmen wollen, sondern vor und unmittelbar die erste Umfrage nach der Wahl. Ich überschätze Umfragen auch nicht, aber sie sind sozusagen die unverbindlichere Form für die Politiker von Volksbefragungen, die es ja, oder Volksentscheiden, die es ja nicht gibt, die werden verbindlicher. Die erste Umfrage nach der Wahl sagt, und zwar zu 95% der Ostdeutschen, jetzt müssen die Politiker sich gleichberechtigt zusammensetzen und über den besten Weg der Einheit debattieren. Wir wollen was einbringen und was ja, was wollen Sie einbringen? Nicht Sandmännchen oder Ampelmännchen, sondern eigentlich Ihre Kernsubstanz. Also 68% sagen nach den Wahlen, wir wollen das Volkseigentum erhalten und anderes daneben zulassen. Aber von totaler Privatisierung war überhaupt keine Rede. Und
Die Basisdemokratie war auch immer noch hoch im Kurs. 77% sagen nach der Wahl, wir wollen, was diese Politiker jetzt aushandeln, dann erstmal in einem Volksentscheid beurteilen und entscheiden können. Wir wollen mitreden. Also diese Illusion war immer noch da. Und das war natürlich dann eine wirkliche Illusion, weil nach dieser Wahl war klar, jetzt kommt die Währungsunion. Das heißt, die revolutionären Ansätze wurden eigentlich aufgekauft. Die Revolution wurde aufgekauft. Wer seine Währungshoheit abgibt, der hat auch keine Souveränität mehr. Und damit war das erstmal zu Ende. Unsere Pläne über ein längeres Nachdenken, wie es am besten weitergehen könnte. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie diese medialen Fälschungen gewirkt haben? Dein Mitautor hat über die raffinierte psychologische Manipulationsmethoden im Westen ein bisschen gesprochen. Das ist, als ob ihr sagen wollt, die waren diese Methoden, die Össler waren diese Methoden nicht gewachsen. Sie waren schon gewöhnt, durch den Zeilen zu lesen und die DDR-Medien nicht zu vertrauen. Aber sie hatten, die waren nicht gefeit gegen diese Form von Manipulation. Und da wir wissen, diese Formen wirken bis heute noch, wäre es interessant, einfach zu hören, habe ich das richtig aufgefasst, dass man mit, sagen wir, einfacher Form von Zensur und Manipulation vertraut war und das einfach geglaubt hat, dass Frau Honecker Diamantenschmuck bekommen hatte und so weiter. Hat man das einfach sofort geglaubt, weil das in den westlichen Medien erschienen ist, oder liege ich da falsch? Ja, die westlichen Medien hatten erstmal eine höhere Glaubwürdigkeit, weil man mit seinen eigenen Medien, und das kann ich gut nachvollziehen, keine guten Erfahrungen gemacht hatte, einfach weil sie so beschönigt haben und die Dinge nicht wirklich beim Namen genannt haben. Insofern hatten die westlichen Medien eine höhere Glaubwürdigkeit und ich glaube, man konnte sich wirklich schwer vorstellen, dass es frei erfunden ist, so eine Geschichte wie ein brillanten Collier für Frau Margot Honecker für 10.000 D-Mark, wenn da im Spiegel die Rechnung abgebildet ist, ohne Namen natürlich, irgendeine neutrale Rechnung und daneben gibt es ein Foto von Margot Honecker ohne Collier natürlich, irgendein Rollkragenpulli, aber allein die Assoziation Foto von ihr, Rechnung. Das war, hat man als Beweis angenommen. Ja. Und genauso war es natürlich erst recht mit solchen wörtlichen Zitaten von Hans Molrow. Und der hatte offenbar überhaupt kein Pressebüro, was das verfolgt hat und was ihm gesagt hat, also sowas muss man aber ernst nehmen, wenn hier was völlig Falsches steht. Da müssen wir aber sofort dementieren oder presserechtlich dagegen vorgehen. Das war man ja auch nicht gewöhnt. Also den riesigen Einfluss von Medien hat man auf jeden Fall unterschätzt, bei den Leuten und auch bei den Ostpolitikern. Die waren dem auch nicht gewachsen. Ich meine, ja, die Manipulationsmethoden, die sind ja nun auch nicht in der Wende erfunden worden. Also Hannah Arendt hat ja in ihrem berühmten Essay über Wahrheit und Lüge in der Politik darauf hingewiesen, dass es, seitdem es Geschichte gibt, wird Manipulation und Lüge als Mittel in der Politik eigentlich akzeptiert. Auch Erich Fromm hat schon gesagt, hat gesprochen von hypnoseähnlichen Manipulationsmethoden in der Politik. Also das war nichts, was erst in der Wende erfunden wurde, aber auf das wir wirklich schwer, glaube ich, vorbereitet waren oder gar nicht vorbereitet waren. Vor der Wahl, das beschreibt der Spiegel dann auch wieder, gab es wirklich eine Stimmung von Panik und Hysterie in der DDR, weil man sich schon vorstellen konnte, dass das einerseits sehr verlockend ist, das Westgeld, aber andererseits nicht gut gehen kann. Also der Guardian hatte geschrieben, die schnelle Währungsunion wirkt wie eine ökonomische Atombombe. So war es dann auch. Also
Ich habe dann anschließend mich sehr lange unterhalten mit dem damaligen Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl, der ja nicht gefragt wurde, sondern gepiert wurde von Kohl, dass er gar nicht einbezogen wurde in die Pläne zur Währungsunion. Der sagte, das war ökonomischer Wahnsinn. Also wenn man damals über Nacht in Westdeutschland den Dollar eingeführt hätte, wäre Westdeutschland sofort völlig pleite gewesen. Man kann nicht in so unterschiedlich entwickelten Wirtschaften eine Währung einführen. Oder, sagte er mir, wenn man in Österreich die D-Mark eingeführt hätte, der Schilling stand so 1:7, wäre Österreich sofort völlig pleite gewesen. Und so kam es ja dann auch. Also der eigentliche große Fehler war diese überstürzte Währungsunion, der dann eine 70-prozentige Deindustrialisierung folgte. Und das war aber eine Folge des Falschauslegens dieses Wahlergebnisses, dass angeblich alle so schnell wie möglich wie im Westen leben wollten. Aber das stimmt eben nicht, wenn man sich mit der Presse, mit den Meinungsumfragen detailliert beschäftigt. Und dennoch, glaube ich, müssen wir uns mit dem Vorwurf beschäftigen, dass nämlich die vielen Möglichkeiten und Träume der Intellektuellen nicht die Mehrheit der Menschen nicht interessiert hat. Die Mehrheit wollten eben diesen Wohlstand nach westlichen Muster. Vielleicht kannst du auch dabei darauf antworten, auch wenn andere Werte, wie du ja beschreibst, in der DDR geschützt waren, war der materielle Lebensstandard niedriger? Und also das sind dann eben zwei Fragen. Erstens, warum war der tatsächlich niedriger? Und zweitens, was sagst du den Menschen, die sagen, es ist schön und gut für Intellektuellen von dritten Wegen und demokratischen Sozialismus zu träumen, aber dieser Wunsch, jetzt Wohlstand zu haben, in dem Moment, wo Menschen gesehen haben, wie viel, jedenfalls auf den ersten Blick, wie viel einfacher es ist, im Westen zum Wohlstand zu kommen, in einem demokratischen Staat den Vorrang haben müssten. Das wollte die Mehrheit. Das ist ja auch ein ganz legitimer Wunsch. Also Wohlstand, da hatte man eigentlich im Sozialismus auch nichts dagegen. Man hat es nur nicht so gut geschafft. Also dass man das angleichen wollte, Westdeutschland eins der reichsten Länder der Welt, das war nachvollziehbar. Und trotzdem stimmt es nicht, dass so bedingungslos sofort also der westliche Lebensstandard erwartet wurde. Wir kamen aus einem Land, in dem Geld nicht die oberste Priorität hatte. Ich beschreibe das ja auch im Buch, also was alles an zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so sehr über das Geld lief wie hier. Also wenn überhaupt es eine Leistung gab in diesem Realsozialismus, dann war es ja zumindest der Versuch einer Utopie, eine Gesellschaft zu entwickeln, in der Geld nicht das oberste Prinzip ist und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und es war nicht so, dass das überhaupt nicht auch geschätzt wurde. Was eigentlich maroder war als die Wirtschaft, war wahrscheinlich sogar also der Zustand der Altbausubstanz in den Städten. Das war also wirklich, also da fehlte Geld wirklich. Aber der Lebensstandard in der DDR, der war ja nun nicht so wie die Altbausubstanz. Also es gab, es gibt über diese Zeit viele westliche Betrachtungen von Ökonomen. Ich habe hier immer die Berichte des DIW, das war das Westberliner Wirtschaftsinstitut, da habe ich noch aus den 80er, also für 89 habe ich hier, ich habe mich also immer sehr bemüht, auch westliche Quellen auszuwerten. Und da wurde gesagt, in solchen Einschätzungen, der Lebensstandard in der DDR
oder die Pro-Kopf-Produktion auch, die wirtschaftliche Leistungskraft, die lag kurz hinter Großbritannien und Italien, aber über Spanien. Und heute liegt die wirtschaftliche Leistungskraft in Ostdeutschland unter Spanien. Also natürlich wollte man westliche Konsumgüter, die man nicht hatte, beim Auto angefangen natürlich, aber auch in der Versorgung. Aber man wusste schon auch, dass man eventuell was zu verlieren hat. Und dass man immer wieder auf das Volkseigentum bestand, was auch eine gewisse soziale Gleichheit mit sich gebracht hatte. Und eben nicht diese große Kluft, die man dann eben auch sehr bald erleben musste. Das war nicht so, dass alle darauf sofort verzichten wollten. Sicher haben die Intellektuellen viel euphorischer auf eine Vorstellung reagiert, dass man jetzt eine neue humane Ordnung für Ost und West übrigens schaffen konnte. Es gab ja für die Bürgerbewegung auch von ganz vielen Westintellektuellen Unterstützung, die sagten, wir sind reformbedürftig, ihr seid es, lasst uns jetzt zusammen was Neues machen. Ganz euphorisch war zum Beispiel der Futurologe Robert Jung aus Österreich, der sagte, lasst euch bloß nicht von den Versprechen des westlichen Kapitalismus beeindrucken. Was ihr jetzt macht, diese Art von Basisdemokratie, das könnte, sagte er, ein Modell für die Welt sein. Also das war wirklich euphorisch. Das heißt, wir waren aber mit unseren Träumen auch nicht völlig allein. Es gab auch im Westen eine Menge Leute, die Hoffnung daran geknüpft haben, dass dieser Demokratisierungsdruck aus dem Osten überspringen könnte. Also das hatte auch schon begonnen. Also die SPD forderte einen runden Tisch in Bonn. In Tübingen sagten die Theologiestudenten, wir müssen den Kapitalismus in Frage stellen. Also überall begannen gefährliche Dinge sich zu entwickeln. Und in dem Moment kam eben diese Welle mit einerseits völlig bankrott und es gibt kein richtiges Leben im Falschen, also so diese Erzählung in einem totalitären Staat, da lohnt es sich überhaupt nicht, auf irgendeine Idee zu gucken, verbunden eben mit dieser Bankrottvorstellung. Da habe ich natürlich verstanden, dass man jetzt erstmal den sicheren Weg geht, aber es ist eine Art Geschichtsklitterung zu behaupten, dass die Mehrheit sofort alles, was sie in den 30 Jahren versucht hatten, wegwerfen wollte und sofort den Status quo des Westens haben wollte. Das stimmt trotz allem nicht. Und das kann man in den einzelnen Analysen, die ich da biete, glaube ich, so besser belegen, als ich das jetzt im Gespräch behaupten kann. Ich erinnere mich selber an die Stimmung in West-Berlin zu Weihnachten, Neujahr. Unter die Leute, die ich kannte, waren alle absolut davon überzeugt, dass was Neues aus dem Osten kommt und Leute wollten gleich in den Osten ziehen und mitmachen und so, ja. Also das, so war die Stimmung. Und man muss ja sagen, auch die Situation in zum Beispiel in West-Berlin, da gab es ja auch Probleme. Also der Bürgermeister Walter Momper, das habe ich in Zeitungsartikeln entnommen, der hatte große Angst, dass die 85.000 Arbeitslosen, die es damals in West-Berlin allein gab, dass jetzt noch Schwarzarbeiter aus dem Osten rüberkommen und die Situation noch verschlimmern. Es gab auch im Westen prekäre Wohnungssituation und die ersten Westler begannen im Osten sich einzumieten bei den billigen Mieten. Also da waren soziale Verwerfungen auf beiden Seiten befürchtet auch. Ne? Ja, ja. Ich möchte jetzt unserem Publikum sagen, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Da benutzen Sie bitte nicht den Chat-Funktion, sondern die F und A oder Q und A-Funktion. Und ich werde nachher die Fragen lesen. Ich sehe schon eine, aber ich habe noch ein paar Fragen und ich warte, bis dann noch ein paar Meldungen sind. Stichwort totalitär.
Du hast geschrieben, 2019 sagten 41% der Befragten, dass sie in der DDR offener reden könnten als heute. Kannst du das erläutern? Wovor haben die Leute jetzt Angst? Was für eine Studie war das? Es war eine Umfrage, die in eine dreiseitige Umfrage aus der Zeit, die zum 30 Jahre Mauerfall gemacht haben und die mich selber auch sehr überrascht hat. Im Titelblatt auf Seite 1 war die Schlagzeile, die Repressalien in der DDR waren auch nicht schlimmer als heute. Dann sagen 41%, wir können heute eigentlich weniger offen reden als damals, hat mich auch überrascht. Und 74% sagen in dieser Umfrage, dass sie sich heute nicht wohler fühlen als in der DDR. Also das zeigt zumindest, dass irgendwas nicht stimmen kann an dem großen Erfolgsnarrativ, was uns erzählt wird über diese Zeit. Und du fragst jetzt nach dem offen reden können. Ja. Das war, glaube ich, in gewisser Weise spiegelbildlich, worüber man reden konnte und worüber nicht, das war ganz was anderes. Also in der DDR konnte man sicherlich gar nicht sagen, dass das Politbüro jetzt mal gefälligst abzutreten hat. Und man konnte eben einzelne Politiker nicht angreifen, was man ja heute mühelos und ohne Konsequenzen kann. Aber man konnte in seiner Arbeitswelt, und das ist immerhin die Welt, in der man mindestens 8 Stunden am Tag verbringt, seine Chefs konnte man dort sehr direkt kritisieren. Ich habe das auch als Autorin öfter, ich war viel in Betrieben in der DDR, ich habe mich viel in den Belegschaften unterhalten. Ich habe dann auch ein Originaltonhörspiel über eine junge Arbeiterin gemacht, die sehr selbstbewusst sagte, also so lasse ich mit mir nicht umgehen. Ich bin ein Arbeiter und kein Spielzeug. Jetzt muss das und das passieren. Also Originalton. Da war also an der Basis, war, glaube ich, die größte Freiheit in der DDR, dass man seine Abteilungsleiter kritisieren konnte, dass man sich wehrte. Zur Arbeiterin sollte nur vom einen Arbeitsplatz auf einen anderen versetzt werden, nicht etwa entlassen werden. Das war ja nicht erlaubt. Der ihr nicht gefiel und wo sie nicht mehr in einer Brigade mit ihrem Freund war. Also das war schon ein Grund, sehr aufmüpfig zu werden. Also im Arbeitsbereich konnte man die Mängel durchaus kritisieren und auch die Verantwortlichen, dass wieder keine Ersatzteile kamen, dass man nicht ordentlich arbeiten konnte, was an der Leitungstätigkeit falsch war. Das war möglich. Aber im politischen Bereich war es schwieriger. Und in der Bundesrepublik ist es eher genau umgekehrt. Und viele interessiert aber mehr ihr Umfeld, in ihrem unmittelbaren Umfeld ihre Meinung zu sagen können. Nur so kann ich mir dieses Ergebnis erklären. Okay, es gibt ein paar Fragen. Vielleicht gehen wir zu denen über. Ich habe noch, also vielleicht noch, doch noch eine letzte Frage von mir. Du hast geschrieben, dass die Parteiprogramme der SPD und der Grünen würden wenigstens ansatzweise in der DDR verwirklicht. Das ist schon interessant. Ich würde gern wissen, welcher Teile der Programmen und wie du dir erklärst, dass das nicht wahrgenommen wird von den Parteien. Ja, es ging mir darum, aufmerksam zu machen, dass es bei allem diktatorischen Verhalten in der DDR, das ich ja überhaupt nicht leugne, also der Umgang mit Andersdenkenden im politischen Bereich, das war oft katastrophal, eben auch die, ich bin ja nicht umsonst, also viele Jahre vor der Wende aus dem Journalismus rausgegangen, das war schwer zu ertragen. Und trotz allem gab es auch emanzipatorische Ansätze. Aber das durfte überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Also da war die Erzählung von also nur Unrechtsstaat und alles, nur es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Adorno-Zitat, in dem es, weißt du ja, eigentlich um Inneneinrichtung geht und um Ästhetik.
Also da sollte weder auf das Personal noch auf die Inhalte in irgendeiner Form noch geguckt werden. Und da habe ich mir erlaubt, dran zu erinnern. Ich habe Anfang der 90er Jahre natürlich die Wahlprogramme gelesen von SPD und Grünen, und vieles von dem, was da Zukunftsmusik war, war in der DDR zumindest begonnen worden umzusetzen. Also vom SPD-Wahlprogramm waren es hauptsächlich die sozialen Geschichten, also mehr Verfügungsgewalt über Produktionsgüter, Genossenschaftsgedanken, gleiche, gerechtere Verteilung, Chancengleichheiten. Ich kriege das jetzt im Detail gar nicht so schön zusammen, wie ich es dann über mehrere Seiten zitiert habe. Bei den Grünen war es natürlich weniger das Ökologische, obwohl die auch im Programm haben, also billiger Nahverkehr, von der Straße auf die Schiene, die Transporte verlagern. Aber bei den Grünen waren auch so Sachen, die bei uns völlig selbstverständlich waren: Abschaffung des Berufsbeamtentums, Trennung von Kirche und Staat, nicht so viel Gewaltdarstellung in Medien. Also alle möglichen Sachen, wo wir schon gar nicht mehr dran gedacht haben. Das war selbstverständlich. Und all das durfte aber überhaupt nicht mehr diskutiert werden, weil jetzt galt eigentlich nur noch den Status quo anzuerkennen. Und das war eben eigentlich das Tragische, dass wir nicht nur eine Kopie, sondern eine schlechte Kopie des Westens wurden, weil der sich ja seither auch nicht gerade angenehmer gemacht hat. Das war für viele desillusionierend. Du hattest vorhin noch gefragt, warum der Lebensstandard niedriger war. Ein Aspekt hatten wir schon besprochen, dass die Ausgangspositionen schlechter waren. Aber vielleicht sollte man noch an einen anderen erinnern. Also der Kapitalismus hat ja Jahrhunderte gebraucht, ehe er wirklich für viele Wohlstand gebracht hat. Das stimmt auch. Ja, wir erinnern uns daran, wie die Situation war, wie Engels das beschreibt in Manchester, oder wie die Weltwirtschaftskrise, diese vielen Krisen immerzu, die Arbeitslosigkeiten, die Armut. Wirklich Wohlstand hat er eigentlich erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg gebracht, auch in Konkurrenz mit einem entstandenen sozialistischen System. Da plötzlich flossen die Gelder auch in die Gewerkschaften, und es entwickelte sich eine Weile ebenso etwas wie eine soziale Marktwirtschaft, und die ganze Produktivität und Effektivität, die der Kapitalismus natürlich immer sehr gut entwickeln konnte, das war immer seine Stärke, wurde also zum ersten Mal an der Verteilung auch was geändert innerhalb dieser Konkurrenz. Und breite Schichten der Bevölkerung konnten sich einen kleinen Wohlstand und auch einen größer werdenden Wohlstand aufbauen. Während also die Wirtschaftsweise in den sozialistischen Ländern, bleibe ich mal bei der DDR, also die hatten gerade mal 40 Jahre Zeit, sich auszuprobieren. Und das waren Zeiten im Kalten Krieg mit westlichem Embargo, wo auch die eigenen Pläne immer umgestoßen wurden. Ich erinnere mich an meine Studentenzeit, da wurde dann plötzlich ein neues ökonomisches System diskutiert. Das heißt, das andere System wurde zurückgenommen. Wir hatten plötzlich gar kein Lehrbuch mehr. Welche ökonomischen Regeln gelten nun eigentlich? Eigentlich ging es immer darum, in Ost und West das Verhältnis von Plan und Markt abzustimmen. Auch der Westen ist ja keine reine Marktwirtschaft. Da gibt es auch immer planerische Bestandteile. Und da wurde viel experimentiert und ausprobiert. Das heißt, 40 Jahre waren überhaupt nicht genug, um einen Wohlstand annähernd entwickeln zu können, wie ihn der Kapitalismus dann doch über jahrhundertalte Experimente ausprobieren konnte. Also möglicherweise ist der Sozialismus auch nie so effektiv wie der Westen, weil er bestimmte Dinge nicht mitmacht, unsozialer Art, oder nicht mitmachen sollte. Er sollte zum Beispiel die dritte Welt nicht derart ausbeuten und damit sozusagen selber der Wohlhabendere sein. Und er sollte bestimmte soziale Dinge nicht mitmachen, wie wir dann erlebt haben mit Hartz IV und so weiter. Also ein weites Feld. Möglicherweise ist er nicht so
effektiv wie der Kapitalismus, aber es ist ja heute die Frage, ob das überhaupt das oberste Ziel noch sein kann, wirtschaftliche Produktivität und Effektivität, ob es nicht auf andere Lebensqualitäten wie eine gesunde Natur und Umwelt, ein gutes Gesundheitssystem und andere soziale Sachen, ob wir da nicht jetzt doch langsam umdenken und bei der Gelegenheit vielleicht doch überlegen, ob da nochmal was war, wo man nochmal drauf gucken könnte. Gut, wir haben jetzt 5 Fragen oder Kommentare. Der erste ist von David Ranan. Soll ich übersetzen? Das ist mehr auf dem im Englisch. Ich denke, das kann ich schon verstehen. The point about the BRD not making payments to Eastern European Jews is, I believe, wrong. BRD reparations went both to Israel and to Jews outside Israel. He mentions the claims conference. Es war meine Verständnis, dass das erst im Jahr 2000 mit dieser zweiten Welle von Reparationen auch vergessene Holocaust-Opfer im Osten entschädigt wurden. Aber willst du da was sagen? Ja, das also, habe ich auch so wahrgenommen. Die Claims-Konferenz, die ist ja, also für uns ist sie erst nach der Wende überhaupt ins Bewusstsein getreten. Und da kommen wir in ein Gebiet, was also Rückübertragungsansprüche, das war auch eigentlich ein Riesenproblem in der Einheit, dieses Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, dem ich mein erstes Buch nach der Wende gewidmet habe, in dem es eben darum ging, dass diese These erlassen wurde. Also es geht nicht in erster Linie in Ostdeutschland darum, die ehemaligen Besitzer zu entschädigen, sondern der erste Weg muss sein, Grundstücke zurückzugeben, selbst wenn man dafür in der Bundesrepublik schon eine Entschädigung bekommen hat. Ich bin jetzt noch nicht bei der Claims-Konferenz, aber die hat in diesem Prozess auch eine Rolle gespielt. Und diese Devise führte dazu, dass in Ostdeutschland über 2,2 Millionen Anträge auf Rückgabe von Grundstücken und Häusern und Wochenendgrundstücken gestellt wurden nach der Wende. Also auch ein Riesenaufregung in Ostdeutschland, wie viele würden aus ihren Häusern und Wohnungen und Datschen weggehen müssen. Es sind ja auch viele weggegangen. Und aber auch ein Ärgernis in Westdeutschland, weil nicht alle, die den Antrag gestellt haben, haben ihn durchbekommen. Also das war ein politischer Grundfehler, mit es so zu machen und nicht über Entschädigung. Aber in diesem Kontext haben wir überhaupt erst die Claims-Konferenz kennengelernt, die dann für die nicht mehr lebenden, auffindbaren jüdischen Opfer sozusagen stellvertretend diese Entschädigung entgegengenommen haben oder angefordert haben. Und da sind dann erstmalig auch für Osteuropa einige Fälle bedacht worden, aber in eigentlich also sehr, sehr geringen Maßen. Also die Entschädigungen, die da gelaufen sind, waren eigentlich eher peinlich, als dass sie wirklich eine Art historische Gerechtigkeit hätten bringen können. Und im Übrigen war dieser Grundsatz, Rückgabe vor Entschädigung, galt nur für DDR-Bürger. In der Bundesrepublik musste niemand was an einen DDR-Bürger zurückgeben nach der Wende und auch nicht, wenn es jüdisches enteignetes Eigentum war. Ich habe in einem frühen Buch die Geschichte von dem Schriftsteller Walter Kaufmann erzählt, der in Duisburg einer Rechtsanwaltsvilla aufgewachsen ist. Seine Eltern sind deportiert worden. Er konnte mit einem Kindertransport nach England und dann nach Australien entkommen und hat dann nach der Wende gedacht, na gut, wenn jetzt also jüdisches Eigentum auch entschädigt werden soll, dann werde ich mal da auch einen Antrag stellen. Und er hatte sogar Otto Schily als Anwalt und der sagte, das machen wir mit links. Und dann stellte sich raus, nein, das Gesetz ist so, dass in Westdeutschland niemand Ansprüche anmelden kann, auch kein enteignetes jüdisches Eigentum. Er hat das Haus nie wieder gesehen. Ich glaube, die Frage bezog sich
doch auf die Vorwendezeit. Und nach meinem Verständnis der Reparationen oder der Wiedergutmachungen, wie sie genannt worden sind in der Bundesrepublik, war schon Juden entschädigt, die im Westen leben, also in den USA oder in Australien oder so, aber eben nicht im Osten. Ist das richtig? Das sehe ich auch so. Also mir sind zumindest keine Fälle bekannt, dass vorher zwischen den Blöcken überhaupt solche Verhandlungen es gegeben hätten. Okay. Jetzt kommt Petra Boden. Die Fake News über die ökonomische Situation in der DDR hatte gute Chancen auf Glaubwürdigkeit, vor allem bei Menschen, die in Betrieben gearbeitet haben. Die hatten entsprechende Erfahrungen. Mich stört die unausgesprochene Unterstellung, dass die Leute in der DDR zu dumm waren, die Meldungen als Manipulation zu begreifen. Außerdem frage ich mich, von welchen wir Frau Dahn spricht. Ja, wir haben jetzt über wir gar nicht geredet. Also ich weiß jetzt nicht, worauf sie sich bezieht. Es war schon nicht so einfach, Manipulationen zu durchschauen, auch wie man mit Zahlen gearbeitet hat. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel mal erklären. Das ist jetzt nicht sehr professionell von mir. Ich hätte das vorher irgendwie einscannen sollen. Die Erfolgsmeldungen über die Entwicklung der Wirtschaft, der DDR, der Leistungskraft der Wirtschaft nach der Wende, die sahen immer so aus. Ich weiß nicht, ob man diese Kurve jetzt sieht, das ist jetzt seitenverkehrt. Also hier ist irgendwie 1990, also oder 91 ganz am Anfang und dann ging es immer steil nach oben. Also ich glaube, man kann zumindest so diese Kurve erkennen als große Erfolgsgeschichte. Und naja, mit Erfolgsgeschichten hätten wir eigentlich Übung haben müssen, die zu durchschauen. Aber wenn man ständig solche Zahlen hört, ist es schon schwierig, das zu durchschauen. Und ich werde mal die Kurve zeigen, die der Wahrheit viel näher kommt. Wenn man das jetzt auch erkennen kann. Also das ist 1989, das kann man das erkennen. Ja. Ja, dass es hier so runtergeht. Das heißt, wenn man nur dieselbe Berechnung 2 Jahre früher beginnt, nämlich am Ende der DDR, die Leistungskraft der DDR-Wirtschaft am Ende der DDR ist hier, dann geht es erstmal 70% nach unten. Und jetzt erst beginnt dieser langsame Aufstieg, der dann immer als Erfolg gewertet wurde. Und hier ist 2008. Das heißt, man kann sehen, dass es 17 Jahre gedauert hat, bis nach der Wende die angeblich so fürchterliche Leistungsfähigkeit der DDR-Wirtschaft überhaupt wieder erreicht wurde. Das heißt, 17 Jahre nach der Wende erst wurde die Leistungskraft in Ostdeutschland erreicht, die vorher da war. So kann man eben auch mit Zahlen manipulieren, wenn man nur eine Berechnung 2 Jahre später beginnt. Und das ist schon nicht so leicht immer zu durchschauen. Und es kam auch hinzu, dass von der Ostseite ja auch nicht so tolle Transparenz war. Ich erinnere nur, das ist jetzt auch wieder so ein Detail, was viele wahrscheinlich sich nicht mehr erinnern, an das sogenannte Schürer-Papier. Schürer war in der Plankommission ein wichtiger DDR-Ökonom. Das wurde auch mit anderen DDR-Ökonomen zusammen erarbeitet. Da sollte ausgerechnet werden, wie verschuldet ist denn die DDR nun eigentlich? Damit man die Frage Bankrott oder nicht besser beurteilen kann. Das war zunächst als internes Papier für die DDR-Führung gedacht. Da wurde eine Verschuldung in Valuta, also eine Inlandsverschuldung gab es ja nicht in der DDR. Also die war eine reine Verrechnungsgröße, wie auch Karl Otto Pöhl mir gesagt hat, die kann man ganz ignorieren. Wichtig waren die Auslandsschulden, weil die auch in Valuta waren. Also in diesem Führerpapier wurde da eine Zahl von etwa 40 Millionen angegeben. Milliarden natürlich. Das wäre schon immerhin beträchtlich gewesen. Das war aber auch ein Fake-Papier, weil man sozusagen die leitenden DDR-Leute etwas schockieren wollte und zu Reformen anhalten wollte, wie ernst die Situation ist. Denn in diesem Papier wurden nur die Verschuldungen aufgeführt, aber nicht die Guthaben. Und die Guthaben machten nochmal die Hälfte aus, also in Wahrheit
war die Verschuldung nur halb so groß, 19,9 Milliarden Valutamarkt. Eine Summe, von der Karl Otto Pöhl mir sagte, die hat uns nie beunruhigt, die war nicht dramatisch. Also ich will sagen, auch von östlicher Seite, mit der Informationspolitik, dieses Papier wurde dann natürlich doch öffentlich und hat seine Wirkung als Erziehung der DDR-Regierung also verfehlt. Auch von östlicher Seite war es nicht so einfach, sich ein Bild zu machen, wie ist denn die wirtschaftliche Situation jetzt. Es war es nicht mal für Krenz, der mit dem Papier zu Gorbatschow gereist ist. Also selbst die waren erschrocken über dieses Papier. Also wenn ich mich unterbrechen darf, also die Kommentar von Petra Boden zielt sich auf diese unausgesprochene Unterstellung, dass die einfache Arbeiter die Manipulation nicht durchschauen konnte, dass sie also zu dumm war. Aber du hast gesagt, du hast selber auch. Ja, natürlich. Wenn mein Ministerpräsident im Spiegel sagt, wir sind am Ende, wir können nicht weiter, wir brechen zusammen, das kann ich nicht durchschauen. Okay, also das war kein Unterschied zwischen den Intellektuellen und dem Volk. Das weiß ich nicht, ich kann nicht für die Intellektuellen sprechen, aber es war sehr schwer, das zu durchschauen. Und ich glaube nicht, dass das nur mir so ging. Okay. Von Anselm Weidner. Am 15.01. hat der zentrale Runder Tisch in Berlin beschlossen, keine Einmischung der Westparteien in den Volkskammerwahlkampf. Das Gegenteil war wenige Tage später schon der Fall. Wie schätzen Sie die Autorität des Runden Tisches im Ost und West ein? Naja, das sieht man ja daran schon. Also im Osten war das ein großes Ereignis, der Runde Tisch. Dass da eine Regierung gebildet wurde, die sich beratend an die neuen Bürgerbewegungen gewandt hat, die Minister ohne konkreten Bereich berufen hat, also eine sehr konsultative Regierung, die, glaube ich, das war so eine Art von Basisdemokratie oder sogar spontaner Rätestruktur fast, die, glaube ich, im Westen, also in den oberen Etagen eher große Verwirrung und Kopfschütteln hervorrief. Das zeigt sich nicht nur daran, dass der Wunsch, sich nicht in den DDR-Wahlkampf einzumischen, in gar keiner Weise eingehalten wurde, sondern das gab eine, also wenn man Einmischung in Wahlen nochmal studieren will, sollte man wirklich diese Einmischung sich nochmal angucken. Also im Nachhinein zum Beispiel den Wahlkampfauftritt von Kohl in Erfurt, kam heraus, dass da 8 Busse aus Hessen in der Nacht angekommen waren mit CDU-Basis, die 80.000 Plakate geklebt haben und eben auch Fahnen geschwenkt haben bei der Wahlveranstaltung und CDs verteilt haben. Also es war schon sehr massiv, die Einmischung. Bitte des Runden Tisches nicht beachtet. Wir, und das war mindestens so schwerwiegend, auch im Auftrag des Runden Tisches, eine neue Verfassung entwickelt worden war. Von Verfassungsrechtlern aus der DDR, aber meistens aus der Bundesrepublik, eine Verfassung, die weitgehend auf dem Grundgesetz, was ja eine gute Verfassung ist, aufbaute, aber in bestimmten Punkten doch auch moderner war, gerade Basisdemokratie, Gleichberechtigung, Ökologie. Und die wurde vorgelegt rechtzeitig, aber die wurde überhaupt nicht mehr diskutiert im Bundestag, auch nicht mal mehr in der Volkskammer. Also die Autorität des Runden Tisches hat zunehmend abgenommen, als klar wurde, das läuft auf einen Anschluss hinaus. Bärbel Bohley hat damals von geistiger Besetzung gesprochen, der DDR vom Westen her. Die Autorität des Runden Tisches war am Anfang spektakulär im Osten und hat mehr und mehr abgenommen, nachdem klar wurde, dass es sich in westliche Richtung entwickelt. Hier haben wir von Thomas Rittmeier die Kommentare. Ich habe keine Frage und bin sehr gefesselt von dem Interview mit Frau Dahn. Herzlichen Dank. Wir hören auch solche Kommentare immer gern. Deshalb sind wir da. Von Jürgen Gröter, der sich auch bedankt. Ich wünsche dem Buch viel Erfolg und hoffe, es würde zum allgemeinen Gut. Aber wie kommt es, dass es offensichtlich im Schnitt 30 Jahre braucht, bevor
sozusagen die Geschichte zu sich selbst kommt. Da war im Westen so, 1945 bis 68 und folgende, ist offensichtlich auch in Ostmitteleuropa so und scheint eine Art Iron Law zu sein? Fragezeichen. Ja, das ist interessant. Da sollten die Historiker sich mehr äußern. So nach 30 Jahren, sagt man, geht die Zeitgeschichte in die Geschichte über, in die Geschichtsschreibung. Dann ist es wirklich schon Historie. Und dann beginnt ein etwas anderer Abstand und eine Art Paradigmenwechsel, der zeichnet sich langsam ab, dass man ein bisschen mehr zuhört östlichen Erfahrungen, aber wirklich langsam. Und das ist noch nicht abgeschlossen und es ist keineswegs so, wenn so ein Buch erscheint, dass das dann etwa schon Allgemeingut werden würde. Das kam durch Corona dazu, aber es hat so gut wie keine Besprechung und keine einzige Lesung gegeben. Man hat es schon nicht so ganz einfach mit Thesen, die zwar gut belegt, wie ich doch glaube, sagen zu können, aber doch sehr neben der öffentlichen Geschichtsschreibung stehen, gehört zu finden. Von Dominic Bonfilio. Zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit hat das Wort Sozialismus in den Staaten, den Superwesten, seit einigen Jahren salonfähig gemacht. Obwohl wir weit von Sozialismus entfernt sind, hat Ostdeutschland besondere Lektionen für eine junge Generation, die dabei ist, für Alternativen von Kapitalismus zu plädieren. Ja, das ist die Frage, ob Ostdeutschland jetzt noch einen Vorsprung hat im Nachdenken über Alternativen. Ich glaube, wir haben 30 Jahre verschenkt in diesem Nachdenken. Die haben wir einfach verloren. Und inzwischen ist eine junge Generation in Ost und West herangewachsen, die diesen Zeitverlust nicht mehr hinnimmt, insbesondere natürlich, was die Klimabewegung betrifft. Also bei Fridays for Futures spielt vermutlich die Ost-West-Frage keine größere Rolle mehr, auch die Herkunftsfrage, sondern das ist jetzt schon die Gattungsfrage. Werden wir überhaupt überleben und wenn ja, wie und was müssten wir da jetzt sehr schnell dafür machen? Und das ist ja auch schön, wenn wir jetzt gemeinsame Probleme haben und ist halt die Frage, wie sehr die Befürchtungen dieser Generation ernst genommen werden und wie sehr der New Green Deal möglicherweise doch auch wieder mehr ein Deal werden wird als wirklich grün. Das ist so eine Befürchtung nach meinen Erfahrungen der letzten 30 Jahre, dass es nicht konsequent genug sein würde, weil die Frage ist ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ob die Bedrohungen, die wir heute haben nach den 30 im Denken verlorenen Jahren, nicht wirtschaftlich natürlich, da hat es schon einen Aufschwung gegeben, auch zwei Drittel der Ostdeutschen sagen, dass es ihnen materiell heute besser geht. Und trotzdem sagen 74%, dass sie sich nicht wohler fühlen. Also nur noch mal darauf zurückzukommen, dass Wohlstand allein im Osten nie so der Entscheidungsgrund war wie im Westen. Also die Frage, wie wir die Hauptherausforderungen von heute, nämlich Klima, Krieg und Frieden, Rüstung und die soziale Kluft, wie wir die überhaupt erstens zusammen angehen können und ob die systemintern überhaupt zu lösen sind oder ob man es nicht doch über Systemfrage auch reden muss. Und wenn ich Systemfrage, meine ich jetzt weniger Demokratie, obwohl da natürlich auch einiges zu sagen wäre, was zu ändern wäre, sondern Wirtschaftssystem. Also ob in einer Wirtschaft, in der das Privateigentum derart dominant ist, solche Gattungsfragen überhaupt zu lösen, das ist für mich eine interessante Frage. Ich bezweifle es sehr. Von Christine Steiner. Liebe Frau Dahn, könnte es nicht auch so sein, dass sich ein Teil der Ostdeutschen klar für das Sicherheitsversprechen Westdeutschland und gegen die denn doch eher offene und dadurch unsichere Perspektive eines demokratischen Sozialismus entschieden haben? Das ist für mich nicht so klar nach meiner Analyse, die ich da gemacht habe, dass man, also sicher im Moment, das sagte ich ja schon, hat man gesagt, jetzt, wenn wir so pleite sind, brauchen wir Geld, wir brauchen Kapital. Wir wählen jetzt erstmal die Kräfte, die da einen direkteren Draht haben.
Aber es Sicherheitsfrage, das brach er sofort zusammen. Also das, und einige hatten das durchaus vorhergesehen. Was war denn Sicherheit nach der Währungsunion? Man hatte gesagt, wir müssen absichern, dass nicht mehr so viele vom Osten, also von der DDR nach Westdeutschland rübergehen. Das war ja ein Grund, weshalb man sagte, die Einheit muss jetzt schnell kommen, sonst gehen so viele weg. Aber was war nach der Währungsunion das Ergebnis? Es gingen doppelt so viele weg. Oder Sicherheit, dass man sagte, also wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Demonstrationen und Rebellionen hier, wir brauchen jetzt Sicherheit. Was war das Ergebnis? Nach der Währungsunion waren doppelt so viele Menschen im Osten auf der Straße als vorher in der Wendezeit. Das ist aber überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Die hatten auch keine Stimme mehr, das wurde überhaupt nicht ernst genommen. Also dass mit der schnellen Einheit eine Form von Sicherheit verbunden sein würde, das war entweder von Anfang an oder sehr schnell auch hinterfragt. Von Thomas Rittmeier. Ich unterstütze die Erklärung, wie Frau Dahn die Ergebnisse der angesprochenen Zeitumfrage zur Meinungsfreiheit deutet. Als im Westen sozialisierte Angestellte erlebe ich hier eher große Zurückhaltung und wenig selbstbewusstes Auftreten gegenüber Hierarchien. Die häufigen anonymen Mitarbeiterbefragungen können die Probleme der Mitarbeiterschaft nicht lösen, geschweige stärken Kultur einer ehrlichen Kritik, sondern dienen meiner Erfahrung nach eher dem Bild eines vermeintlich attraktiven Arbeitgebers. Bei anhaltenden Auseinandersetzungen lösen sich dann eher die Arbeitsverhältnisse. Ja, das ist jetzt weniger eine Frage, sondern ein Erfahrungsbericht, dem ich keinen Grund habe zu widersprechen. Also er wird das sicher noch ein bisschen genauer wissen als ich. Aber ja, die Hierarchien, dass die Hierarchien im Arbeitsprozess hierzulande stärker ausgeprägt sind, als wir das gewohnt waren. Das höre ich immer wieder und habe ich auch selber erfahren. Und auch, dass Anpassungszwänge nicht gerade gering sind. Nochmal von Anselm Weidner. Wie stand es um die Verbindung des friedlichen Revolutionären zum Volk? Bedarf es da nicht gründlicher Kritik der Entfernung von Volk und Intellektuellen? Kritik ist immer gut, auch an Intellektuellen und ihren vielleicht nicht ganz realistischen Wünschen. Aber ich habe es eher so erlebt, dass es erstaunlich war, wie lange das Volk, das sage ich immer gerne, sagen wir mal die Bevölkerung im Osten, den Intellektuellen gefolgt ist. War schon erstaunlich, dass sie so lange gesagt haben, wir wollen jetzt was Eigenes ausprobieren, wir wollen nicht schnell in die Konsumgesellschaft. Das belegen die immer wiederkehrenden Umfragen, die ich auch zitiere in dem Buch. Also am Anfang war diese Kluft gar nicht so groß, sondern die Umfragen haben uns alle begeistert, sonst hätten wir vielleicht auch eher das Handtuch geworfen. Das begann dann wirklich Anfang 90 mit der Unterstellung, alles bankrott, alles am Ende, jetzt hilft nur noch, wenn ihr überhaupt noch Löhne kriegen wollt, die schnelle D-Mark. Von Franziska Schreiber, wie viel und welchen Einfluss nahmen Ihrer Meinung nach westliche Parteien, insbesondere die CDU, schon vor der Wende Einfluss auf das Demonstrations- und Revolutionsgeschehen? Vor der Wende, was ist jetzt die Wende? Also die begann ja eigentlich mit dem Demonstrations- und Revolutionsgeschehen. Das war ja die eigentliche Wende, dass bei uns plötzlich etwas möglich wurde, was man nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe das im demokratischen Aufbruch erlebt. Ich hatte zu der Zeit auch noch Buchlesungen in Westdeutschland. Es war ja so, ab 1986 gab es ein Kulturabkommen zwischen DDR und Westdeutschland. Und wenn man Bücher im Westen verlegt hatte und kein Geld forderte, konnte man auch zu Lesungen in den Westen reisen. Also ich war in dieser Vorwendezeit auch im Westen und habe dort erzählt von den Erfahrungen, wie wir da gerade im demokratischen Aufbruch anfangen, und habe erlebt,
wie sofort Unterstützung gut gemeinte, aber natürlich auch in gewisser Weise übergriffige Unterstützung anlief. Also ich kam immer beladen mit irgendwelchen Computern und Geldspenden für eine Art Wende, die sich vielleicht nicht unbedingt an dem orientiert, was wir vorhatten, sondern die eine Annäherung an westliche Vorstellungen bedeutete. Das habe ich selber erlebt, inwieweit also auch schon auf Parteiebenen im Vorfeld, also sicher gab es da sofort auch strategische Überlegungen, bekannt ist, dass schon 7 Tage nach Mauerfall in den Bankkreisen die ersten Überlegungen zu einer Währungsunion besprochen wurden. Das war ja auch keine neue Idee. Es gab ja im Innenministerium der Bundesrepublik seit den 50er Jahren eine Kommission, die darüber nachgedacht hatte, was denn am Tag X geschehen müsste, wenn es mal die Chance einer Einheit sich eröffnen würde. Und da war immer der erste Punkt, sehr schnelle Währungsunion. Da lagen also ein paar Vorstellungen schon auch in den Schubladen. Inwieweit das jetzt damals schon relevant war, kann ich jetzt so nicht sagen. Und Martin Lindner, meine Güte, wir haben immer noch mehr. Gut, finde ich wunderbar. Martin Lindner fragt, haben Sie eine Erklärung für Fake News in den Westmedien? Waren Sie gelenkt durch wen? Waren Sie einzelne mediale Querschläger in einem kollektiven Narrativ, dem die Redaktionen aufgesessen sind? Tja, das wäre eher eine Frage an geübte Westleser und Redaktionen. Wir haben das ja von der anderen Seite miterlebt und uns manchmal gefragt, wie diese Ähnlichkeit, ich will jetzt mal nicht Gleichschaltung sagen, aber doch so ja wie Eisenspäne etwas ausgerichtete Berichterstattung, wie die möglich ist ohne eine Agitationskommission im Politbüro. Das haben wir uns schon manchmal gefragt. Und eigentlich habe ich immer darauf gewartet, dass das mal von Westkollegen richtig aufgearbeitet und beantwortet wird, wie sowas funktioniert. Da gibt es nur ganz zaghafte Versuche, die dann auch von Umfragen der Gewerkschaft von Verdi oder so gefragt wurden, inwieweit Eigentümer von Medien, also auch Medien beeinflussen, ob man sich ausgesetzt fühlt von denjenigen, die Inserate aufgeben, ob die auch Einfluss nehmen auf die Inhalte und so. Und das wurde eigentlich immer mit einem ziemlich hohen Prozentsatz bestätigt, dass man da nicht unabhängig ist, war ja auch nicht so sehr überraschend. Aber wie das mit der innerredaktionellen Demokratie im Einzelnen und im Detail wirklich funktioniert, das wäre ja interessant mal aufzuarbeiten. Also mir scheint eher, dass es da eben keine Anweisungen gibt, sondern ein sehr genaues Gespür dafür, was in der Chefetage gehört werden will und womit man ja in seiner Entwicklung, ich scheue auch immer etwas den Begriff Karriere, bessere Chancen hat. Und dann gibt es Gründe, auch das für sich, damit man dann besser mit umgehen kann, selber zu glauben und anzunehmen und ebenso zu schreiben. Man könnte das Buch von Chomsky empfehlen. Es ist 30 Jahre alt, aber immer noch gut. Und kennst du den Titel? Ich musste mal nachschauen. Manufacturing Consent? Ja, Manufacturing Consent, ja, genau. Ja, der hat ja viele Bücher drüber geschrieben. Und einer seiner Hauptthesen ist, dass es also eine Methode im Westen ist, den Meinungskorridor durchaus eng zu halten, also zum Beispiel systemintern, aber innerhalb dieses engen Korridors eine sehr lebhafte Debatte mit Widersprüchen zuzulassen, sodass man die Illusion hat, hier kann doch jeder und auch sehr kontrovers alles sagen. Aber im Grunde, sagt er, ist Dissens nur erlaubt, solange er politisch wirkungslos ist.
Hier ist eine Frage, die ich beantworten kann. Danke für die informative Veranstaltung. Gibt es eine Möglichkeit, Ihre Beiträge nachzuhören? Ja, alle unsere Veranstaltungen werden aufgezeichnet und die landen in ein paar Tagen in unserem Archiv. einsteinforum.de können Sie alles finden. Von Steffen Ludmilla Weiß-Wiesner. Guten Tag, Frau Dahn. Welche Erinnerungen haben Sie über das politische, bisweilen zielführende Engagement des zeitgenössischen Theaters, insbesondere Deutsche Theater Berlin und Berliner Ensemble, wo es rare Systemwechselgänge wie zum Beispiel Hanne Müller gegeben hat in der Phase des runden Tisches? Das ist eine Frage aus Frankreich. Das ist eine der Vorteile der virtuellen Veranstaltungen ist, dass man von überall folgen kann. Sehr schön, ja. Grüße, Frankreich. Ja, die Theater hatten in der Wendezeit eine ganz große Rolle. Also ich erinnere nur an die Demo vom 4. November, die ja ganz wesentlich von Schauspielern des Deutschen Theaters veranstaltet wurden. Die hatten eine Belegschaftssitzung, in der sie überlegt haben, was sie machen können und ob man nicht auch mal eine Demonstration machen könnte. Da gab es einige Zweifel, ob das möglich sein würde. Und sie hatten sich als Berater den Anwalt Gregor Gysi eingeladen. Und der sagte ihnen, na guck doch mal in die DDR-Verfassung. Da ist das Demonstrationsrecht eigentlich enthalten. Ihr müsst einfach mal einen Antrag stellen. Und dann geschah das Überraschende, dass also diese Demonstration genehmigt wurde und sogar erstmalig im DDR-Fernsehen live übertragen wurde. Und das war sicher ein ganz wichtiger Auslöser für die weitere Entwicklung der nächsten Wochen und auch der Illusion, dass man auf diesem Weg weiter unter sich bleibend verändern könnte. Noch zwei also, Fragen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt erschöpfend genug war. Also es waren natürlich nicht nur diese Initiatoren dieser Demonstration, sondern ich erinnere mich, dass auf den Theatern nach den Vorstellungen nicht Schluss war, sondern dass dann weiter diskutiert wurde und dass Resolutionen verlesen wurde. Und Theater waren nicht nur Bühnen für die Stücke, sondern auch für dieses Stück Revolution, was da draußen stattfand. Das war ganz wichtig. Noch zwei Fragen von David Ranan. Ein besonders spannender Abend. Vielen Dank. Verfolgt Frau Dahn im Buch das Management der Manipulation seitens der Medien? Wurde systematisch aus der CDU gesteuert oder waren die Akteure in den Medien unabhängig? Na, unabhängige Medien gibt es schwerlich, wenn der Großteil der Medien im Privatbesitz sind. Also von wegen unabhängig, das ist sehr schwierig. Also selbst die Programmbeiräte in den Öffentlich-Rechtlichen sind ja bekanntlich nach Parteien, Proports und Kirche und was nicht alles ausgerichtet. Also gegenüber dem Wort unabhängig bin ich da etwas skeptisch. Wie war der erste Teil der Frage? Unabhängig glaube ich nicht, sondern? Verfolgt Frau Dahn das Management der Manipulation seitens der Medien? Ja, das, also mir ist nicht klar, was Management heißt, aber darum geht das Buch eigentlich. Ja. Die Frage ist, ob es systematisch gesteuert wird oder nicht. Ja, wer ist dann der systematische Steuerer? Das ist eben die Frage, ob es da nicht tatsächlich eine Art Selbststeuerung gibt. Übrigens wollte ich noch erwähnen, es gibt noch eine ähnliche Analyse über die Medien in der Wendezeit an der Uni München bei Professor Mein ist die entstanden, die zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt. Nämlich sagt, dass die Medien nicht nur Beschreiber der Vorgänge waren, sondern selbst Akteur wurden. Die Berichterstattung der Medien wiederum hatte in der Realität Folgen und das hatte wieder in der Berichterstattung Folgen. Also das schaukelte sich auf. Die Medien waren mehr als ein Informator oder so, sondern Mitakteur. Und weil das so war, haben eben Politiker diese Medien auch sehr benutzt, wie ich am Beispiel von Horst Delschick schon gesagt habe. Aber da war die, waren
die Kohl-Seite, die Allianz für Deutschland, sehr viel perfekter als die linke Seite. Sagte ja schon von Seiten der SPD, auch von Grünen kamen durchaus vernünftige Vorschläge, aber Recht haben und Recht bekommen, das war damals ein großer Unterschied, ist immer ein großer Unterschied, aber war es damals auch. Und, also die Medien waren ein ganz bewusstes Mittel, einzugreifen in diesen Prozess, den auch Politiker genutzt haben. Wir haben einen Dank auf Französisch, das lese ich nicht vor, weil mein Französisch so schlecht ist, von dem Herrn Wiesner, der sagt, er war in der Zeit von 96 bis 99 am Deutschen Theater engagiert. Allerletzte Frage von Werner Reidenbach. Ich weiß, Sie will Ihnen ja glauben, dass im Arbeitsleben der DDR offener geredet werden konnte. Ich frage mich allerdings, warum die Ex-DDRler dann in den neuen Verhältnissen am Arbeitsplatz so wenig mütig sind. Ich habe viele Jahre in den neuen Bundesländern gearbeitet und erlebt, dass die zwei Wessis immer die waren, die den Chefs widersprochen haben und nicht die vielen Ossis. Ich habe immer gedacht, dass wir Wessis nach 68 die Autoritäten in Frage gestellt haben und die Ossis das nicht erlebt haben. Tja, das ist eine Frage, da müsste man ein bisschen länger drüber nachdenken, um jetzt nicht leichtfertig zu antworten. Die Ostdeutschen haben natürlich in dieser Wendezeit eine enorme Irritation und Deklassierung erfahren und ihr Selbstbewusstsein auch angesichts der vielen Westchefs, die allein dadurch, dass sie aus dem Westen kamen, eine sicherere Position hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Beispiel Leute gemeint sind, die in der Hierarchie wirklich gleichberechtigt waren oder ob sich Leute, die doch etwas höher gestellt waren, dann auch mehr herausgenommen haben. Also es gab eine große Verunsicherung. Es ging um die Existenz. 4 Millionen Arbeitsplätze waren im Osten verschwunden. Da ist man schon nicht mehr so mutig. Ich habe es beobachtet in den wirklichen DDR-Betrieben, gehörte nicht so viel Mut dazu, die Betriebsleitung zu kritisieren. Das war, da das nicht wirklich mit Repressionen verbunden war, war vielleicht Mut auch gar nicht das, was da so ausgeprägt war, sondern es war eine Art Selbstbewusstsein, was sich da artikulierte. Und dieses Selbstbewusstsein war dann ganz stark angeschlagen. Ich kann es jetzt nur so erklären, aber es ist eine interessante Frage und es ist auch typisch, dass solche sozialen Geschichten nicht aufgearbeitet werden. Also die Forschung über die DDR, die Diktaturforschung hat sich viele Jahre hauptsächlich auf Repressionsforschung konzentriert und den normalen Alltag, normale Beziehungen im Arbeitsleben, das fängt erst ganz langsam an, dass das wirklich untersucht wird und vielleicht wäre das ein kleiner Anstoß, auch die Beziehungen in der Arbeitswelt mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir kommen jetzt langsam zu Ende. Daniela, ganz herzlichen Dank für die Veranstaltung. Ich bin nicht die Einzige, die gefesselt war, wie irgendjemand geschrieben hatte. Das sind 45 Leute die ganze Zeit da geblieben und 60 Leute für die Mehrheit der Zeit. Also herzlichen Dank an das Publikum auch für. Danke auch allen, die durchgehalten haben, diesen nicht immer erfreulichen Berichten, die wir hier gegeben haben. aber sehr spannend. Für unsere Hörer, Sie sehen uns wieder nächste Woche. Anfang am 6. Mai gibt es eine ganze Tagung im Internet zum Thema Interdisziplinarität in der Praxis. Sehr passendes Thema für dieses Haus. Details finden Sie jetzt auf unserer Website. Und ja, wir können nicht klatschen, aber virtuell bedanken wir uns alle bei Daniela Dann. Nein, ich danke auch in alle Himmelsrichtungen, die jetzt zum Glück dabei sein konnten. Und ja, wünsche, dass wir keine Zeit weiter verlieren, sondern gemeinsam
nachdenken, was jetzt das Wichtigste zu tun ist. Gute